auf die Strecke, fertig und los. So mal dir das Intro zu diesem Set, die 42048, als B-Modell der Rennwagen. Im Original war es das oder der Go-Kart-Fahrzeug. Hatten wir, glaube ich, im November, Dezember bereits das Video dazu gehabt. Und ja, ich habe das ganze Teil jetzt einfach mal fix umbauen lassen. Und herausgekommen ist also dieser schicke Flitzer. Ja, was haben wir verbaut? Wo sind die Futures? Das sehen wir uns mal an. Wir haben in erster Linie mal hier vorne eine bewegliche Achse. So, und wir haben hier im Cockpit ein Lenkrad. Was schließen wir jetzt daraus, dass wir hier lenken können? Falsch gedacht, so ist es hier nicht. Wir haben hier für die Lenkung extra nochmal diese Strebe rausgezogen und hier mit diesem Zahnrädchen wird die Achse also gelenkt. Eigentlich ein bisschen doof, weil wenn ich hier ein Lenkrad habe, dann würde ich das schon auch gern dafür halt nutzen. Also naja, ein bisschen kontraproduktiv gebaut vielleicht. Was wir aber trotzdem haben, wir können dieses Lenkrad ankippen und also da haben wir auch nicht viel, das ist ein Zentimeter und aber geht schon mal so in Richtung Sport, denn zum Einsteigen braucht man Platz, also Fahrer steigt ein, Lenkrad runter, ab geht die Post. Das mal ganz gut gemacht. Wir haben hier hinten im Motorraum, wir können diese Klappe übrigens ankippen, die bleibt dann auch so, haben wir verbaut einen kleinen Motor. Und ganz wichtig ist diese orangene Fliese hier. Das war im Original nämlich der Tankstutzen. Und den hat man jetzt ganz einfach hier raufgebaut. Das ist jetzt also kein Tankstutzen mehr, sondern das ist jetzt sozusagen die Kappe des Kolbens. Denn wenn wir jetzt hier mal sehen, dann, wenn wir also fahren, zipp, bewegt sich diese ganze Geschichte dort hoch und runter. Das sieht echt cool aus. Und obendrauf dieses orangene Ding. Ganz wichtig, meiner Meinung nach. Jo, der kleine Motor braucht was? Luft und Kraftstoff. Luft bekommt er durch diese Vorrichtung. Das ist also meiner Meinung nach der Ansaugfilter. Und ja, den Tank an sich haben wir jetzt halt nicht angedeutet. Und der Motor produziert natürlich auch Abgase. Die werden dann hier entsprechend wahrscheinlich hier irgendwie, vielleicht könnte das der Katalysator sein, wenn hier gereinigt, dann durch den Abgasschlauch weitergeführt ins Heck und hier hinten, zack, Endstation, funktioniert. Ja, das ist eigentlich so die technischen Highlights, mehr gibt es nicht, ist ja auch nur ein kleines Set, muss man dazu sagen, fairerweise dazu sagen und ich denke aber trotzdem, dass man sich hier hat einiges einfallen lassen. Ansonsten haben wir natürlich noch die reine Optik, die auch was hermacht, orange und lila. Passt wunderbar. Und auch hier diese Sticker, wie wir sie im A-Modell schon hatten, finden wir hier natürlich wieder. Und ja, ich würde sagen, ein typisches Vitrinenmodell. Und ja, viel mehr ist es dann halt auch nicht. Aber immerhin, es ist ein Lego-Technik-Set. Und es ist, hat vier Räder, es hat eine Lenkung, es hat einen Motor mit dem Tankdeckel. Und alles in allem ein gelungenes Set. Jo, die 42048, der Rennwagen. Danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Die Steinemeisterei. Ciao.